Hallihallo, hier ist mal wieder Kurazo und wir sind zurück, Alex, und ich würde sagen, wir speichern mal zwischen und schauen mal, was hier noch so ist. Wir finden so viele Quests und können keine beenden, oder was heißt können nicht, sondern schaffen nicht, machen nicht, tun nicht, wollen nicht. Oh nee. Ich habe ich hier noch nie gesehen. Stimmt, bist bin neu. Bist du für oder gegen die Gesetze? 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 Du kennst unsere Gesetze nicht? Interessant. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da wundert es mich nicht, dass du unsere Gesetze nicht kennst. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Aha. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Wobei denn? Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Mhm. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot oder werde in den Wald verbannt, was ungefähr das Gleiche bedeutet. Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der Scheiß-Meteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so ja. Etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Ja. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes, dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen. Wer bist du? Werker. Dann ist die Frage, was ist... Das ist erstmal meins. Was ist der Schlund? Wie komme ich da hin? Wieso glaube ich, bin gerade auf dem besten Weg dorthin? Mal ein bisschen zwischenspeichern. So. Hui! Oder so. Ja. Keine Ahnung, wo ich gerade hingehe und ob das Sinn macht. Letztes Mal hat es ja geholfen, jetzt machen wir eine Quest weiter. Nein, diesmal hilft es nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das da. Okay, warten wir mal kurz, dass es sich auflädt. Und dann geht es mal hoch hinaus. Oder auch nicht. Ja, okay, warten wir mal, bis es noch voller ist. Ungefähr so. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wo bin ich denn? Oh. Das war gerade cool. Und praktisch. Man kann den so ein bisschen zwischenzündeln, um so einen Sturz abzubremsen. Cool. Dann kann ich nämlich... Das wird hier der Schlund sein, ne? Verboten. Verboten, verboten. Also ist ein Schlund, dürfen wir uns anscheinend nichts hier nehmen. Oh, ist das nicht. Analyse. Crony! Crony! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse, Absturz, Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Ja, kannst mal sehen.
Gut zu wissen, dass wir beides geschafft haben. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel: Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel: Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel: Edan nach Schwachstellen in der Berserker-Abwehr auszukundschaften. Gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Ja. Warum hast du dich von der Absturzstelle entfernt? Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders. Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu vollenden oder zurück zur Basis zu gelangen. Systemfehler. Dann wirst du auch nicht viel von meiner Exekution mitbekommen haben. Analyse negativ. Exekution sind Standardverfahren der Alps bei gescheiterten Missionen. Versagen wird nicht geduldet. Es ist das Kollektiv und ist wieder der Direktive. Ist mir bekannt. Exekutionen enden aber üblicherweise mit dem Tod des Delinquenten. Ja, ich schätze, ich hatte wohl noch einmal Glück. Okay. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73, Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Wir haben unseren Crony gefunden. Juhu! So. Ist das hier der Schlund? Wahrscheinlich, wie wir schon vermutet haben. Aber hier darf ich auch nichts anfassen. Mensch, was ist denn das? Ist aber Gold und Maschinen und Dungeon alles. Menü. So, aber dann ist hier wahrscheinlich kein Outlaw, ne? So wie es scheint. Das war dann wahrscheinlich mein Kleiner hier. Schwefelader. Okay. Also scheinen wir später auch Bergwerk wieder betreiben zu können. Agor. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Ich bin aber schon drin. Hast du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern. Der hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Bin ich jetzt hier... Lol, der hat mich rausgesäppt. Ja, okay. Eigentlich waren wir auf der anderen Seite, ne? Der ganzen Geschichte hier. Ja, okay. Kann man hier einfach jetzt so rein? Nein, okay.
Dürfen wir natürlich nichts uns hier mopsen, war ja wieder klar. So, aber... Einen Outlaw kann ich hier wirklich nicht finden. War wahrscheinlich wirklich unsere Drohne, der da bemerkt hatte. Nehmen wir was mit, was uns einer merkt. Wir hätten vielleicht vorher speichern sollen, verdammt. Ich da jetzt fest oder mache ich hier? Okay. Hier ist auch niemand weiter, okay. Dann gehen wir mal raus. Gehen wir den Weg da hoch. Für Unbefugte ist er zu. Ja. Wir sind ja wieder draußen, ne? Ja. Okay. So. Ah, das ist hier draußen. Hier waren wir schon in diesem Haus. Gell? Ja, wo wir vorhin anfangs noch nicht reingehen wollten. Ja, ha, okay. Was ist in der Richtung? Also unser Teleporter-Ding da. Wird damit gemeint sein. So. Einen Moment. Jo. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Was soll ich dir bringen? Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich. Auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Ja. Ja, ne? Das sind die Wachen hier. Sagt der viel, ne? So, die Frage ist, wo ist die Taverne? Was ist die Taverne? Das hatten wir letztes Mal schon das Problem. Ich glaube, ich war hier immer noch nicht bei. Ich glaube, da oben war ich noch nicht drin, ne? Das ist bei ihr. Das wird nicht die Taverne sein. Würde mich immer jetzt wundern. Das ist da oben, glaube ich, die Taverne. Und da waren wir bis jetzt noch nie. Oder? Da haben wir ein mächtiges Problem. Echt? Sei lieber still. Oran? Sieh an. Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Naja. Was führt dich her? Ja. Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja. Der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argo auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Okay. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Haben wir schon. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Nein, aber einen der Wache. Erklär mir ein paar Dinge. Was wunderbar. Doch nicht. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Ebenfalls noch ein Bier, ne? Was? 65? Nee, nicht für eins. Eins. Okay, da gehen wir 5 runter. Da gehen wir 1. Okay. Danke. Weiß ja nicht, warum er mir erstmal so viele verkaufen wollte, aber gut. Ja. Er liegt den ganzen Tag im Dreck herum. Bist du dir da wirklich sicher? Sonst wird das ja nicht sagen, ne? Wenn ich nicht sicher wäre. Tatsächlich. Oh, Werker, Heiler, Setzer. Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Krieger.
heute halt, ne? Braun? Hey, du! Hey, ich? Nicht zu uns. Nicht so ganz. Was willst du hier? Mit dir reden. Wer will das wissen? Mein Name ist Born, Sohn von Algor. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Mhm. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Ihr habt eure Gesetze immer. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Mhm. Was ist ein Oberaufseher? Jemand, der bereits so lange in seinem Job ist, dass die Leute entschieden haben, er ist jetzt besser darin, andere Leute zu organisieren, als seinen eigentlichen Job weiterzumachen. Das klingt eigentlich wirklich gut erklärt. Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, 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 ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Die Befestigung hat die Mutanten auch nicht aufgehalten, die durch den Fels gebrochen sind. Was zum... Und das sagst du so einfach? Beruhige dich. Sie sind tot. Puh. Das sind gute Neuigkeiten. Mann, wir haben es dir zu verdanken, dass die Stadt nicht überrannt wurde. Ein bisschen. Hier, nimm das. Ich habe noch etwas draufgelegt, weil du meinen Fehler ausgebügelt hast. Hoffentlich hat Oryk den Angriff überlebt. Ansonsten habe ich seinen Tod zu verantworten. Ich gehe besser zurück. Ich bin dann mal weg. Was habe ich jetzt bekommen? Also ich sehe nichts, was ich bekommen hätte. Ganz halt. Egal. So, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sind immer noch am Stadterkunden. Ach du meine Güte. Folge 7000. Immer noch in der Stadt und kommen nicht weiter. Mal so eine kleine Vorhersage. So, trotzdem, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr alles gerne Daumen da oder Kommentar. Hört mal auf deine Bar zu reden, Mensch. Ich versuche hier abzumoderieren. So, falls ihr lasst einen Daumen da oder Kommentar und. Die hören nicht auf. Momentchen mal. Wenn er meint, soll er machen. So, weißt du was? Wir stellen uns jetzt hier an den Rand. Gucken hier runter. Zum Glück habe ich keine Höhenangst oder so. Und ich sage, tschüss.